Hallo meine Lieben, ich bin unscharf. Was ist was? Okay. Hallo, jetzt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute den letzten Tag, beziehungsweise den Tag, wo wir auch abreisen. 21 Uhr noch was geht der Flieger. 16 Uhr werden wir aber von hier aus schon starten müssen, weil wir nochmal 2 Stunden mit dem Auto brauchen bis zum Flughafen. Ich bereite gerade alles vor. Ich mache gerade wieder die iPads voller Filme und Serien. Alle beide muss ich machen. Und ich mache an meinem Rechner gerade auch noch ein bisschen was. Miley ist gerade schnorchelt mit dem Karim und ich hoffe sehr für sie, dass sie Schildkröten im Meer sehen. Denn die gehen jetzt gerade zum Turtle Beach, wollen da halt ein bisschen schnorcheln. Ich wäre auch gerne mitgekommen, aber schnorcheln ist einfach überhaupt nichts für Juna, deswegen bin ich mit Juna einfach hier geblieben. So ist das manchmal. Juna hat gerade ein Bild gemalt, das muss ich euch zeigen, das ist so süß. Eine Schildkröte und was ist das? Ein Wal. Ein Babywal? Der ist so süß, oh mein Gott. Könnte man sich da direkt tätowieren lassen, so süß ist der. Wirklich toll. Die hast sind toll gemacht. Schildkrötengarten. Ja, das genau, Miley ist gerade bei den Schildkröten, ne? Und ja. Hofft, welche zu sehen. Und da sind auch Wale. Und da sind auch Wale? Wale. 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 Ich sagte, das sind Wale. Okay. So, wir sind jetzt gerade am Flughafen und wir müssen hier noch 4 Stunden warten, bis es weitergeht. Wir hatten hier gerade eine 3 Stunden Autofahrt hinter uns. Ich habe vergessen, weiter zu filmen. Aber es wurde auch mega stressig auf einmal, weil wir viel eher los mussten. Somit mussten wir dann 4 Stunden am Flughafen sitzen und warten. Wir haben hier Business gebucht und somit haben wir ja den Zugang zur Business Lounge. Und da gibt es Gott sei Dank eine kleine Kinderecke. Und da haben wir uns jetzt gerade eben drin verkrochen. Echt mega entspannt hier. Also hier können wir wirklich diese 2,5 Stunden warten, bis es weitergeht. Oh, es gibt hier auch Essen, Trinken. Kinder gucken gerade. Was guckst du? Wunderpark, ne? Leider auf Englisch, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, Miley hat nämlich überhaupt nicht geschlafen im Flieger. Wir sind ja jetzt gerade eben schon über 5 Stunden geflogen. Die letzten 10 Minuten hat sie die Augen zugemacht und dementsprechend ist sie jetzt auch drauf. Und Juna hat komplett durchgeschlafen und ist auch dementsprechend drauf, nämlich super gut. Ich bin auch hundemüde. Ich habe ja die Nacht überhaupt nicht geschlafen. War nicht so prickelt. Ich hatte den Kindern Kuchen besorgt und Wassermelone und einen Orangensaft. Aber so wie es aussieht, werde ich jetzt den Kuchen aufessen. Und hier könnt ihr nochmal die Kinderecke sehen. Das ist schon echt geil. Also, wenn du sowas am Flughafen hast, ist natürlich Jackpot, finde ich. Juna spielt, Miley guckt Film. Ja, und da sind auch diese Ruhe. Was ist das denn? Ein Monster. Monster? Und sind ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal um, denn ich habe immer noch meine kurzen Sachen an, die Kinder auch. Wobei Juna hat eine Strickjacke drüber, aber immer noch drunter die kurze Hose und Miley auch. Wir müssen uns erstmal, wie gesagt, umziehen, weil so langsam fangen wir jetzt alle an zu frieren. Und in Deutschland ist es einfach arschkalt, da wo wir jetzt hergekommen sind. Aus. Ich kann aber auch noch nicht, gar nicht reden, ne? Ich bin übelst so Mautsche im Kopf, es tut mir leid. Wir müssen uns anziehen, weil Deutschland kalt, hier warm. Aber Flughafen auch kalt wegen Klimaanlage. Endlich gelandet. Wir frühstücken jetzt erstmal was. Miley spielt mit Socken. Dann müssen die das machen, warte. Quack, quack. Ich bin Bernhard. Miley packt gerade die Tasche aus, die wir bekommen haben. Da war eine Zahnbürste drin. Was war noch drin? Zahnbürste. Ah ja, Parfüm war auch noch drin. Handcreme, Socken, Schlafmaske. Und bei der Zahnbürste ist noch dazu natürlich Zahnpasta. Natürlich. Bernhard! Ja! Kommst du? Du Schlafmütze! Schlafmütze, komm jetzt! Endlich zu Hause angekommen. Sind hier angekommen und haben uns sofort eigentlich ins Bett gelegt, nachdem wir was gegessen haben. Und haben bis jetzt geschlafen. Jetzt ist es gleich 17 Uhr. Ich habe noch nichts ausgepackt aus den Koffern und ich muss so viel machen. Die ganze Wäsche muss gewaschen werden. Das Bett wollte ich eigentlich auch nochmal beziehen, weil ich es nicht geschafft habe. Miley wecken, Kinder baden. Morgen ist ja wieder Schultag. Und ich kriege Miley sonst nicht aus dem Bett, wenn ich sie jetzt nicht wecke, weil ich wollte sie eigentlich 19 Uhr wieder hinlegen. Ob das gelingt? Ich weiß nicht. So, die erste Maschine läuft bereits. Hier schon der zweite Wäscheberg. Hier drin habe ich auch schon einen angefangen. Die hatten 10 Minuten, haben dann angefangen, aus irgendeinem Schleim mit Wasser rumzuexperimentieren. Darf ich alles auch noch schrubben. Der Teppich ist hinten voller Schleim. Die Minimaus ist voller Schleim. Eieiei.
Wenn man mal denkt, dass die Kinder nach einem ganzen Tag, wo sie sich nur gestritten und angezickt haben, vernünftig und leise miteinander spielen. Dumm von mir, das auch zu glauben. Wirklich. Und das jetzt auf jeden Fall jetzt... Ja, super. Oh, ich bin so müde und kaputt. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Ich glaube, das nennt man dann Jetlag, oder? Wäre mal schön, wenn du dein Zimmer aufräumst. Das wäre irgendwie praktischer als am iPad die Schuhe. Ah, du hast sogar Schleim im Haar. Was ist das denn? Hier. Ja. Witzig, ne? Ja, ich sehe die. Himmel. Schön gesaugt, gewischt, aber diese Kacke hinterlässt voll die Flecken und ich weiß nicht, wie ich das wieder abbekommen soll. Das ärgert mich gerade tierisch. So überall so einen pinken Flecken vor diesem, weiß ich nicht, Kinetic Center. Mann. Also das nervt gerade richtig, wirklich. Okay, jetzt müssen wir doch ganz schnell den Rattenkäfig sauber machen, Betten beziehen und das Wasser wird. Ach, Kinder noch baden. Wo sind die Handtücher? Was sind für Handtücher? Feuchttücher? Ja. Im Wohnzimmer. Aber ich sehe sie nicht. Ich komme. Ja, du bist wunderschön. Hier sind die Feuchttücher, immer in dem Schubfach hier. Da. Da sind sie. Und dann im Mülleimer werfen, ja? Ist immer noch da sein. Komm mal her. Kopf gerade. Mach mal Kopf gerade. Seine Haare dann auch pink sind, wie das wo dein Kinderzimmer. So, Essen ist es gerade im Ofen. Kinder sind in der Badewanne. Es läuft schon die zweite Waschmaschine. Jonas Bett ist bezogen. Ich muss ja auch unser Bett beziehen. Also das große Bett im Schlafzimmer. Meines Bett beziehen und den Rattenkäfig sauber machen. Dann bin ich durch. Aber ich wollte euch noch mal ganz kurz was zeigen, weil ich habe es nämlich nicht aufgenommen, als wir hergekommen sind, weil ich so müde und kaputt war. Ich hatte keinen Bock, die Kamera anzumachen. Und zwar hatte die Janina, eine Freundin von mir, wo auch die Tochter mit Miley befreundet ist, also eine Mutti-Freundschaft. Die hat sich die ganze Zeit um die Ratten ganz liebevoll gekümmert, hat ihr jeden Tag frisches Wasser gegeben, hat sie gefüttert, gab ganz viele Streicheleinheiten. Dann bin ich nach Hause gekommen, dann lag ein Zettel in der Küche, ein Brief und ringsherum waren ganz, ganz viele Muscheln. Ich würde sogar sagen, die hat sie selber irgendwann mal aus dem Urlaub gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob ich die behalten darf. Ich gebe sie aber, glaube ich, wieder zurück, weil das sieht echt aus wie nicht solche Sachen, die man irgendwo kaufen kann, sondern als hätte sie sich die selber irgendwo im Urlaub gesammelt. Jedenfalls hat sie dann sogar noch einen Auflauf gemacht und mir in den Kühlschrank gestellt, einen Nudelauflauf. Die steht jetzt auch gerade im Ofen, die essen wir jetzt gleich zum Abendessen. Das ist so süß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder ob ich überhaupt schon mal irgendwie so etwas hatte, dass mir jemand so eine krasse Freude gemacht hat oder so überrascht. Es waren sogar noch zwei Kleinigkeiten für meine Kinder dabei. Einmal so LOL Surprise und eine Schleichfigur. Ich war so überrascht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also überhaupt nicht. Und ich bin noch so unfassbar dankbar darüber. Auch der Brief, der ist so süß geworden. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen und unvergesslichen Urlaub. Unsere drei Pflegekinder, also die Ratten, waren sehr lieb und haben sich sehr gut benommen. Dann ruht euch erstmal aus und kommt zu Hause ruhig an. Falls ihr Hunger habt, wir haben euch was in den Kühlschrank gestellt. Wir hoffen, es schmeckt euch. Dicken Knutscher an euch und wir haben euch ganz so lieb. Maya und Janina, vielen lieben Dank. Wir haben euch natürlich auch ganz so lieb. Ich hab's ihnen auch nicht privat auch gesagt. Also die müssen nicht das Video gucken, um das zu sehen, sondern die wissen, dass ich da unheimlich dankbar bin. Ich wollte es euch nochmal ganz kurz zeigen. Jetzt mache ich erstmal weiter. Sonst haut es mit dem Zeitplan nicht hin. Miley, dein Zimmer entwickelt sich langsam zu einem richtigen Teenie-Zimmer. Was habt ihr denn hier gemacht? Warum liegt denn das ganze Rattenfutter auf dem Boden? Ja. Wenn man so 16 ist, 14, 16 oder 18 und dann so verrückt wird, nicht mehr auf Mama hört, die Türen zuknallt und aus dem Zimmer ein Saustall wird. Ja. Aber wir räumen das jetzt hier ganz schnell auf und dann geht's für dich ab ins Bett. Und du, kleine Elsa, wie geht's dir? Oh Gott, wir haben dich so vermisst bei Bibi. Wir haben dich so vermisst bei Bibi. Wie geht's dir? Nein, das ist Elsa. Oh, du bist aber dick geworden. Oh, was ist mit dir los? Kleines dickes Mäuschen. Brownie und Elsa. Ich muss jetzt gleich den Rattenkäfig sauber machen. Oma ist inzwischen auch da. Ich bin eingeschlafen und war wie ein Stein. Ich war weg. Ich habe mich nicht mal bewegt. So, jetzt suchst du dir noch aus, welche Kuscheltiere du jetzt mit reinhaben möchtest. Ich finde das geil. Das ist voll unkompliziert. Quatsch. So, jetzt wischen wir hier noch schnell durch. Du und deine Nudeln, ey. Ich meine, wirklich. Es gibt doch kein Essen mehr in deinem Kinderzimmer. Du bist noch nicht so weit. Oma, fertig. Immer nicht den Fußboden berühren darf. Jeder kennt das, oder? Wenn man frisch gewischt hat und dann mit den Socken nochmal drüber geht und überall sind das Japsen. So, Miley. Hinlegen. So, okay. Gute Nacht. Schlaf gut. Nacht. Nacht. Ich liebe dich. Ja. Hab dich lieb. Ciao. Nacht. Nacht. Machst du das Licht dann alleine aus? Ja. Gut, okay. Bis dann. Nacht. Nacht.
einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Ich habe gestern vergessen weiterzudrehen und somit auch vergessen, das Video zu beenden. Es tut mir unheimlich leid. Ich war einfach durch und dann wollte ich einfach nur noch ins Bett gehen. Deswegen beende ich jetzt gerne das Video. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe mich ganz lieb. Eure Anne Wünsche. Bis dann.